Ja, hallo liebe Bogensportfreunde. Mein Name ist Alexander Lind, der Mann, der sich jetzt eigentlich hinter Fichtenelch-Armee verbirgt. Ja, manche Leute kennen meine Bögen und wissen auch, dass ich die letzte Zeit doch damit beschäftigt war, mal eine erste Bogenserie zu entwickeln. Habe mich damit die letzten 2 Monate beschäftigt und herausgekommen ist die sogenannte Blackline-Serie. Wie man sieht, handelt es sich dabei um einen relativ kurzen Langbogen, klassisch gehalten, mit Schwarzglas belegt, die Wurfarme im Kern aus Bambus, der Griff ausgebeizter Wänge. Ziel war es bei der Entwicklung dieses Bogens, einen möglichst schnellen Bogen zu bauen, der auch für Anfänger geeignet ist und im preislichen Mittelsegment sich befindet. Dazu gibt es dann die passenden Pfeile jeweils. Auf die gehen wir dann später nochmal ein. Zum Bogen Serie zu sagen ist, dass die Serie auf 10 Bögen nur beschränkt ist. Bis jetzt sind allerdings schon 4 verkauft. Also heißt Beeilung. Abgespannt sieht der Bogen dann so aus. Man erkennt also relativ gut die klassische Langbogenform, relativ gerade gehalten. Von dem möglichen Auszug und Zuggewichtsstärken her, muss ich sagen, ist es möglich, die Serie zwischen 25 und 60 Pfund zu bestellen. Bei einem Auszug, ja, da nervt mich gerade eine Fliege, wo ich denke, beim Zuggewicht, ja, zwischen 24 Pfund und 60 Pfund Zuggewicht und einem Auszug von 25 bis 30 Zoll. Wie gesagt, bei den größeren Auszugslängen ist der Bogen da keine 60 Zoll mehr lang, sondern 63 Zoll. Tipps und Pfeilauflage ist aus polierten Impalahorn gemacht. Die Sehne wird jedes Mal mitgeliefert. Ist immer eine Fast Flight Endlos-Sehne. Also wir haben hier bei uns einige Tests gemacht und mal einfach festgestellt, dass Fast Flight und Endlos einfach mal eine Garantie für schnellen Pfeilflug ist. Zum Bogen zu sagen ist, dass selbst dieser kleine Bogen hier mit seinen 24 Pfündchen in Anführungszeichen, es schafft einen 52 Grain Pfeil mit 164 Fuß pro Sekunde zu beschleunigen. Die etwas stärkere Variante hier ist ein 46 Pfund Bogen auf 30 Zoll, der beschleunigt die passenden Pfeile auf 214 Fuß pro Sekunde. So, und jetzt werden wir auch mal eine kleine Runde schießen gehen. So, naja, dann wollen wir den guten Bogen mal schießen. Dummerweise habe ich gerade für diesen Bogen hier noch keine passenden Pfeile. Beim Pfeilbauer hängt auch ein bisschen her. Ich schieße deshalb meine privaten, sind aber vergleichbar zu den Blackline-Pfeilen. Das ist ein 30 Zoll Pfeil mit einem Goldhip XT Hunter Schaft, Dura-Spitze drauf. Gewicht 53 Grain. Ja, so sehen sie aus, die Blackline-Pfeile. Wie gesagt, wir haben gedacht, wenn wir schon einen besonderen Bogen machen, dann auch besondere Pfeile dazu. Wie gesagt, gibt es nur im Set. Zu den Pfeilen, besonders zu sagen ist, alles Carbon-Pfeile mit Goldtip Warrior-Schaft. Dazu ein Dura-Insert und Dura-Spitze. Die Dura-Spitze haben wir deswegen gewählt, weil sie einfach mal ein Stückchen über den Schaft drüber gehen und einfach mal das lästige Aufpilzen. Das schafft es bei Steintreffer oder Ähnlichem verhindern. Zur Befiederung, Truthahnfedern, klassisch, mit Rall, man sieht es leicht, ein bisschen. Durchgehende Wicklung, weil es einfach mal gut aussieht, von auch die Federn immer schön gewickelt. 2 komplett schwarze Federn, eine schwarz-weiß Barrelfeder. Ja, wie man sieht, hier ist deutlich zu sehen, was man schießt. Blackline auf den komplett schwarzen Wurfarm für den komplett schwarzen Bogen. Schwarz auf schwarz, sehr edel, sehr elegant und nicht aufdringlich.
Hier oben sieht man schön die Impala-Horntips. Leicht poliert, angesetzt, Fastflight tauglich und macht sich doch ganz angenehm. Ja, zum Griff ist zu sagen, ganz flacher Griff, passt eigentlich überall zu jeder Hand. In dem Fall, wie gesagt, auch zu meiner Großmännerhand. Pfeilauflage als Horn. Wie gesagt, Leder nutzt sich ab, Horn bleibt stabil. Um nicht unnötig Gewicht zu haben an dem Wurfarm, haben wir die Enden relativ schmal gehalten. Man sieht es ja im direkten Vergleich, Ende zur Spitze. Also ich würde sagen, es ist knapp ein Zentimeter. Ja, und das war's auch schon wieder mit der Präsentation des kleinen Blacklines. Natürlich sind ein paar Fragen offen geblieben, zu einem der Preis. Das Blackline Set kostet 499 Euro. Besteht aus dem Bogen, der Sehne und den 6 passenden Pfeilen. Und natürlich höre ich schon wieder ein paar Langbogenschützen, die schreien, ah, Langbogen und Carbonpfeile. Langbogen schießt man eigentlich mit Holzpfeile. Auch darauf habe ich eine Antwort. Den Blackline Holzpfeil. Gebeizte Kiefer, 3D Feldspitze. Wieder eine wunderschöne Federform mit durchgehender Wicklung. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie gesagt, falls euch der Blackline-Bogen oder eine andere meiner anderen Bögen gefällt. Schaut einfach vorbei, sucht auf Facebook nach Fichtenelch Armory oder gebt einfach in eurem Browser www.fichtenelch-armory.de ein. Schreibt mir eine kurze Nachricht und ich melde mich dann. Tschüss!